Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Präsentation der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus mit Vizekanzler Werner Kogler, Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler, dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich und der Antisemitismusbeauftragten der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein. Es wird danach die Möglichkeit geben, Fragen zum Thema zu stellen, und am Wort ist jetzt der Herr Vizekanzler. Ja, danke schön. Danke für Ihr breites Interesse, Frau Bundesministerin, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau von Schnurbein, Österreich hat die historische und vor allem eine immerwährende Verantwortung und die Verpflichtung, entschieden gegen Antisemitismus aufzutreten und für die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in unserem Land zu sorgen. Die grausame Judenverfolgung durch das menschenverachtende Vernichtungsregime der NSDAP hat die jüdische Gemeinde in Österreich fast völlig ausgelöscht. Die Menschen wurden verhaftet und auf Lastwagen gepfercht in Konzentrationslager gebracht, die viele nicht überlebten. Synagogen, Bethäuser wurden niedergebrannt, Friedhöfe zerstört, Gräber devastiert. Aber ein offenes Eingeständnis: auch die verfehlte Politik in den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik führte letztlich dazu, dass die jüdische Gemeinde in Österreich heute nur noch rund 15.000 Angehörige zählt. Aber diese Gemeinde führt nun zumindest wieder ein lebendiges kulturelles Leben. Und umso erschreckender ist es, wenn Jüdinnen und Juden heute wieder, und zwar vermehrt, mit antisemitischen Angriffen konfrontiert sind. Die Republik hat also die Verantwortung für den Schutz aller seiner Bürgerinnen und Bürger und besondere Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens, seiner Kultur und seines Lebensraums. Denn die jüdischen Zentren sind bedauerlicherweise heute wieder Angriffsziel von Extremisten. Manche aus religiös-antisemitischen, andere aus nationalistisch-antisemitisch verblendeten Motiven heraus. Und zunehmend ist ein Ausgangspunkt für immer neue verabscheuungswürdige Anfeindungen, ja auch Verwerfungen gegen Jüdinnen und Juden, dort zu finden, wo Verschwörungstheorien propagiert werden, wo Sündenböcke wieder gesucht werden und angebliche Drahtzieher noch gesucht werden und wo die Gewaltfantasien herrschen und Aufforderungen zur Gewalt tatsächlich ergehen. Ein Attentat wie jenes auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz im vergangenen Sommer ist ein Alarmzeichen. Ich durfte Eli Rosen ja persönlich kennenlernen und finde es schändlich, dass er durch diese körperlichen Attacken in Angst und Schrecken versetzt wurde und aufgrund seines Glaubens und vor allem auch seines Engagements für den Aufbau einer jüdischen Gemeinde in Graz derart bedroht wird. Und die jüdische Gemeinde in Graz und auch die Synagoge dort war ja mehrfach Bedrohungen und Schändungen ausgesetzt. Aber auch europaweit stellen wir diese Tendenz fest. Gerade in den letzten Monaten verübte Terrorattentate in Europa, gleichgültig ob rechtsextrem oder dschihadistisch motiviert, sie machen alle klar, Antisemitismus und Rassismus und auch diese Gewaltverherrlichung bilden die menschenfeindliche Grundlage, auf der derart verabscheuungswürdige Gewalttaten entstehen können. Und aktuell auch die Bilder von sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen und Demonstranten, die sich den Judenstern anheften, um sich selbst als Opfer eines Unrechts auszuweisen, zeugen doch nur von der perversen Anstrengung, die Täter zum Opfer zu machen. Solche Daten sind aber nur die Spitze eines Eisbergs und sie machen dadurch deutlich, dass wir in Österreich einen gemeinsamen Auftrag zur Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus und gewalttätigem Extremismus haben. Und diesen Auftrag und diese Herausforderung nimmt die Bundesregierung natürlich selbstverständlich an. Und die vermehrten antisemitischen Vorfälle und Attentate machen auch klar, dass jüdische Einrichtungen eines besonderen staatlichen Schutzes bedürfen. Und diese Maßnahmen können natürlich und sollen natürlich zunächst auch präventiver Natur sein. Wir werden mehr hören von der Kollegin Edtstadler. Präventiver Natur, aufklärerischer Natur, ja, und leider immer öfter auch polizeilicher Natur.
Jedenfalls haben wir aber die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung in Österreich umfassend zu gewährleisten. Und eine Antisemitismusstrategie, also eine Strategie zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Antisemitismus, ist aus diesen Gründen heute aktueller und notwendiger denn je. Auch als Teil einer Strategie zur Verhütung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Radikalisierung und gewaltbereitem Extremismus. Genauso wie sie die EU im Dezember 2018 durch alle Mitgliedstaaten angenommen hat. Und diese Strategie muss sich auf alle gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Ebenen beziehen. Sie ist mindestens einmal ein Bildungs- und Kommunikationsauftrag. Dabei darf es aber nicht bleiben. Wir müssen überall auftreten, eintreten. Sie muss in Staat und Gesellschaft ihren Niederschlag finden. Wenn Sie so wollen, übers Internet bis hin zu den Stammtischen muss diese Strategie umgesetzt werden. Und die Bundesregierung hat eben unter Federführung der Frau Kollegin Edtstadler nun eine solche Strategie gegen Antisemitismus entwickelt, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Und wie gesagt, es wird nur gelingen, wenn wir alle, jede und jeder Einzelne, dieses Vorhaben in unserem Umfeld unterstützen und zur Umsetzung beitragen. Denn nur, wenn wir auf allen Ebenen dafür eintreten, ich möchte fast sagen, dafür kämpfen, sicherzustellen, dass Jüdinnen und Juden genauso wie andere im Übrigen von Rassismus Betroffene in Österreich frei und ohne Angst leben können, dann lebt die Hoffnung und nur dann lebt die Hoffnung auf Zusammenhalt und ein gutes Zusammenleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Am Wort ist jetzt die Bundesministerin. Sehr geehrter Herr Vizekanzler, geschätzter Herr Präsident, lieber Ossi Deutsch, liebe Katharina von Schnurbein, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Antisemitismus hat viele Gesichter und Ausprägungen. Und der Kampf gegen jede Form des Antisemitismus, das ist ein zentrales Anliegen der österreichischen Bundesregierung. Österreich hat eine historische Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund der dunkelsten Kapitel in der Geschichte dieses Landes, der Shoah. Man möchte meinen, dass 75 Jahre danach Antisemitismus nur mehr in den Geschichtsbüchern vorkäme. Weit gefehlt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es 2019 erlebt in Halle, als ein Rechtsextremer am höchsten Feiertag des Judentums, an Yom Kippur, in die Synagoge stürmen wollte. Und es war nur einem Zufall und Glück geschuldet, dass er nicht in die Synagoge selbst hineingekommen ist. Wir haben, wie vom Vizekanzler schon erwähnt, noch Graz im Sommer 2020 vor Augen, als zunächst die Synagoge mit anti-israelischen Parolen beschmiert wurde, dann Steine geworfen worden sind und der Tiefpunkt war zweifellos der physische Angriff auf den Präsidenten Eli Rosen. Und uns allen sitzt der Schock des 2. November letzten Jahres noch in den Knochen, als hier mitten in Wien in der Innenstadt und ganz in der Nähe der Synagoge, wohl nicht einem Zufall geschuldet, ein Terroranschlag verübt wurde. Gewalt beginnt mit Worten. Juden wurden in der Geschichte dieses Landes und insgesamt immer wieder zu Feindbildern gemacht. Durch das Internet zieht sich derzeit eine Welle an Verschwörungstheorien mit antisemitischem Inhalt, die genau diese Feindbilder wieder schüren. Und ich sage Ihnen ganz offen, es macht mir Angst, dass mehr und mehr diese Welle des Antisemitismus, der Verschwörungstheorien von der digitalen Welt in die analoge Welt überschwappt. Tiefpunkt dieser Entwicklungen war wohl der Sturm eines Mobs auf das Kapitol in Washington, darunter Rechtsextreme und Neonazis und viele von ihnen Anhänger von Verschwörungstheorien. Was gestern auf Facebook gestanden ist, erleben wir schon heute oftmals auf den Straßen. Und ja, auch in Wien. Im Wien-Schatten von Corona-Demonstrationen gibt es Personen und Gruppierungen, die den Holocaust verharmlosen, die antisemitische Parolen und Botschaften verbreiten. Als Verfassungsministerin sage ich ganz klar, das Recht auf Meinungsfreiheit ist ein verfassungsrechtlich gewährleistetes. Jeder Mensch hat das Recht zu demonstrieren. Und ich sage nicht,
dass diese Menschen Antisemiten sind. Aber viele von den Teilnehmern dieser Demonstrationen nehmen es offensichtlich, zumindest stillschweigend, in Kauf, dass hier antisemitische Parolen verbreitet werden. Gewalt beginnt mit Worten. Erst kürzlich ist mitten in Wien ein Rabbiner mit einem Messer attackiert worden. Später hat er mir erzählt, dass das Schlimmste für ihn nicht diese physische Attacke war, sondern das Schlimmste für ihn war, dass niemand von den umstehenden Personen eingegriffen hat, dass niemand von den Umstehenden auch nur die Exekutive verständigt hat. Das hat er selbst gemacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das beschreibt das Phänomen, das beschreibt das Problem von Antisemitismus mitten in unserer Gesellschaft. Denn Vorfälle wie diese gibt es viele. Allein im Jahr 2019 hat die israelitische Kultusgemeinde rund 550 antisemitische Vorfälle registriert. Das sind doppelt so viele wie noch vor 5 Jahren. Viele davon scheinen auch nicht auf in den behördlichen Registern der Strafverfolgungsbehörden, denn viele Personen zeigen diese Vorfälle nicht an, aus Scham oder aus Resignation. Wir wollen alle Formen, wie es der Herr Vizekanzler schon ausgeführt hat, des Antisemitismus bekämpfen. Egal, ob er von links kommt, ob er von rechts kommt, ob er importierter Antisemitismus ist oder autochtoner. Wir wollen den Antisemitismus an den Rändern bekämpfen. Wir wollen ihn vor allem aber auch in der Mitte bekämpfen. Und damit komme ich zur Strategie und der Strategie, die die Bundesregierung hier auch vor Augen hat. Im Wesentlichen geht es um 3 Punkte. Zum ersten geht es darum, die Staatsleistungen durch das jetzt im parlamentarischen Prozess befindliche österreichisch-jüdische Kulturerbegesetz zu verdreifachen. Zum zweiten diese hier vorliegende Strategie mit 38 Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Ressorts. Und zum dritten geht es darum, auch zukünftig zentral hier im Bundeskanzleramt zu koordinieren, um diese Strategie auch tatsächlich umzusetzen durch eine neue Stabsstelle. Ganz kurz zum österreichisch-jüdischen Kulturerbegesetz. Eine Leistung von 4 Millionen Euro wird hier auf gesetzliche Beine gestellt. Es sind nicht Förderungen, um die man immer wieder ansuchen muss, sondern es wird jedes Jahr eine Leistung von 4 Millionen hier an die jüdische Gemeinschaft zur Förderung jüdisches Lebens zur Verfügung gestellt. Das zweite ist diese nationale Strategie gegen Antisemitismus. Der Herr Vizekanzler hat schon darauf hingewiesen, im Jahr 2018 unter österreichischem Ratsvorsitz wurde eine Definition des Antisemitismus angenommen und darauf aufbauend auf Initiative der Kommission hier an alle Länder der Auftrag erteilt, damals noch 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eine nationale Strategie im Kampf gegen Antisemitismus ins Leben zu rufen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz und es geht um einen breit gefächerten Maßnahmenkatalog. Was ist das Ziel der Strategie? Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen. Es geht darum, Antisemitismus zu erkennen, ihn zu benennen, um ihn effektiv bekämpfen zu können. Und es geht um den Fortbestand jüdischen Lebens in Österreich, das hier abgesichert werden soll. Ganz kurz darf ich auf die insgesamt 6 Säulen dieser österreichischen nationalen Strategie gegen Antisemitismus eingehen. Der erste Bereich ist Bildung, Ausbildung und Fortbildung. Einerseits geht es um Angebote für Professorinnen, zum anderen geht es aber auch darum, den außerschulischen Bereich hier auszuweiten, etwa durch durch das Einziehen von Zivildienern, Bundesheer und auch sonstigen Beamten, um hier ein breites Wissen zu vermitteln. Zum Zweiten geht es um die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaften und der Einrichtungen. Hier gibt es eine sehr gute österreichische Tradition. Diese Kooperation soll auch mit dem Bundesministerium für Inneres weiter verstärkt werden. Der dritte Punkt ist die Sicherstellung einer effektiven Verfolgung. Hier sprechen wir von den Strafverfolgungsbehörden bis hin in die Justiz. Die Sensibilisierung dieser Strafverfolgungsbehörden und es sollen derartige Vorfälle nicht ohne Reaktion und auch nicht ohne Sanktion bleiben. Der vierte Bereich betrifft den Integrationsbereich. Hier geht es darum, auch einen verstärkten Fokus auf die Vermittlung antisemitismuspräventiver Maßnahmen in diesem Bereich vorzusehen. Der fünfte Bereich ist die Dokumentation und
der europaweite Austausch von Daten, um auch vergleichbare Daten zu haben, um auch vollständig und international Tendenzen erkennen und auch entsprechend gegensteuern zu können. Und der sechste Bereich ist eigentlich der Bereich, der letztlich der wichtigste auch sein wird, ohne eine Priorisierung hier vornehmen zu wollen, aber der Bereich der Einbeziehung der Zivilgesellschaft ist der Schlüssel zum Erfolg auch dieser Strategie. Wir wollen eine Plattform auf den Weg bringen, wo es einen laufenden gesamtgesellschaftlichen Austausch gibt, wo man sich abstimmt zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, zivilgesellschaftlichen Institutionen, NGOs, Sport- und Jugendorganisationen sowie weiteren Einrichtungen. Hervorheben möchte ich auch ganz besonders die Gründung einer Dokumentationsstelle. Warum? Denn als Politik braucht man vergleichbare Daten. Wir müssen auch sammeln, wo es welche Vorfälle gibt. Und hier machen wir in enger Kooperation mit der Kultusgemeinde, mit der Zivilgesellschaft einen nächsten Schritt. Wir wollen in einem ersten Schritt evaluieren, wer sammelt welche Daten, was ist darin festgehalten, um sie dann zusammenzuführen, um letztlich auch, und das darf ich als Europaministerin auch sagen, Daten zu haben, die auf europäischer Ebene vergleichbar sind. Ich möchte ganz besonders darauf hinweisen, dass es schon jetzt viele Stellen gibt, unter anderem die israelitische Kultusgemeinde, aber auch das Bundesministerium für Inneres, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, die Meldestelle ZARA, die diese Daten sammelt. Ziel ist es, nach einer Evaluierung all dieser Daten auch hier mit und in laufender Zusammenarbeit diese Daten zu bündeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen am Beginn eines Prozesses. Unsere Vision ist eine Gesellschaft frei von Antisemitismus, eine Gesellschaft, in der jüdisches Leben gedeihen kann. Und diese Strategie ist Impulsgeber und Wegweiser. Diese Strategie stellt einen Meilenstein dar in der nationalen Bekämpfung des Antisemitismus. Ich bin stolz darauf, dass die Republik Österreich einer der ersten Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist, die hier eine ganz konkrete Vorgehensweise auf den Tisch legt. Damit nehmen wir nicht nur unsere historische Verantwortung wahr, sondern wir stellen auch Weichen für die Zukunft, um sicherzustellen, dass jüdisches Leben auch in Zukunft Teil unserer Gesellschaft ist, selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft, müssen wir es schützen, fördern und sichtbar machen. Möge diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Am Wort ist jetzt Präsident Oskar Deutsch. Sehr geehrter Herr Vizekanzler Kogler, sehr geehrte Frau Minister Edtstadler, sehr geehrte Frau von Schnurbein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Theodor Adorno beschrieb Antisemitismus als Gerücht über die Juden. Ein Gerücht reicht den Antisemiten zur Bestätigung seines Hasses gegen die Juden. Die Juden, als wäre das eine homogene Gruppe. Gerade die Vielfältigkeit zeichnet das Judentum aus. Antisemitismus ist daher nicht nur gegen Jüdinnen und Juden gerichtet, es ist ein Angriff auf die vielfältige demokratische Gesellschaft. Juden sind immer nur die ersten unmittelbar Betroffenen. Dass es nach der Shoah wieder jüdisches Leben in Österreich gibt und dass in Wien eine europaweit einzigartige Kultusgemeinde samt der für jüdisches Leben nötigen Infrastruktur entstanden ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Wunder. Aber leider gibt es in Österreich, die Frau Minister hat es schon erwähnt, noch immer Jugendfeindlichkeit. Im Jahr 2019 wurden der Kultusgemeinde 550 antisemitische Vorfälle gemeldet. Einmal wird ein Rabbiner mit einem Messer bedroht. Kippot tragende Kinder werden in einem Bus antisemitisch beschimpft. Hakenkreuze auf Synagogemauern oder arabische Schlachtrufe bei Demos. Dumme Anna-Frank-Witze
in Chatgruppen, Brunnenvergifterlügen über Israel, Hitlerverehrung auf Facebook oder die vielen Sörisch- und Rothschild-Chiffren auf Corona-Demos. Wenn aus Worten Taten werden, ist es schon zu spät. Daher ist jeder Mensch in diesem Land aufgefordert, sich gegen Antisemitismus dort aufzulehnen, wo er als Vorurteil daherkommt. Als Facebook, Twitter oder Instagram, im Fußballstadion oder als Witz im Freundeskreis, in der Schule, im Büro oder in der Straßenbahn. Wer sich den feindseligen Worten nicht entgegenstellt, nimmt in Kauf, dass sich der Hass verfestigt und Gewalt entsteht. Die jüdischen Gemeinden sind dem Antisemitismus ausgesetzt, aber nicht hilflos ausgeliefert. Dass wir selbstbewusst sind, ist dem jahrzehntelangen Engagement unserer Elterngeneration zu verdanken, aber auch den vielen Freunden und aufrichtigen Demokraten in allen Teilen der österreichischen Gesellschaft. Ihnen allen danke ich. Die nationale Strategie gegen Antisemitismus ist ein dringend notwendiger Schritt und kann Vorbild für viele andere EU-Staaten sein. Die Strategie macht klar, dass der Kampf gegen Antisemitismus keine primäre Aufgabe der jüdischen Gemeinde ist, sondern eine gesamtstaatliche. Und sie zeigt, wie ernst es diese Bundesregierung meint, die nun nachhaltig und ressortübergreifend Maßnahmen setzt. Mein Dank gilt der Bundesregierung, insbesondere den hier anwesenden Vizekanzler Werner Kogler und Bundesministerin Caroline Edtstadler, deren Einsatz maßgeblich zur Erstellung der Strategie beigetragen hat. Danken möchte ich auch Katharina von Schnurbein, die sich seit vielen Jahren in ganz Europa gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben engagiert. So erfreulich die Fertigstellung der Strategie gegen Antisemitismus auch ist, sie muss erst mit Leben erfüllt werden. Und da reicht es nicht, wenn nur die Politik es tut. Es liegt an allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, allen Pensionistinnen und Pensionisten, Lehrern und Schülern, Journalistinnen und Journalisten. Es liegt an Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Natürlich setzen sich die vier Kultusgemeinden in Österreich gegen Antisemitismus zur Wehr. Wir investieren massiv in die Sicherheit, führen eine Antisemitismus-Meldestelle und bieten allen, die Antisemitismus erleben, Unterstützung an, unabhängig vom Religionsbekenntnis. Aber unsere beste Antwort auf Antisemitismus ist jüdisches Leben. Seien Sie gesund. Danke, Herr Präsident Deutsch. Am Wort ist nun die Sonderbeauftragte Katharina von Schnurbein. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, aus Brüssel zugeschaltet zu sein, auch wenn ich natürlich viel lieber in schöne Wien gekommen wäre. Im Namen der Europäischen Kommission gratuliere ich der österreichischen Bundesregierung und insbesondere Herrn Vizekanzler Kogler und Frau Bundesministerin Edtstadler zu dieser wirklich ambitionierten nationalen Antisemitismusstrategie, mit der sich Österreich eindeutig an die Spitze der Länder setzt, die in Europa zum sicheren Zuhause für die jüdische Gemeinschaft machen wollen und damit auch jüdisches Leben in all seiner Vielfältigkeit fördern wollen. Der Herr IKG-Präsident Oskar Deutsch hat es bereits angedeutet.
deutet die Vielfalt jüdischen Lebens in Wien und Österreich ist etwas, worauf die jüdische Gemeinde und auch Österreich zu Recht stolz sein kann. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so wieder existiert. Vor etwas mehr als 2 Jahren verabschiedete der Rat der Europäischen Union, wie bereits erwähnt, unter österreichischem Vorsitz einstimmig seine erste Erklärung zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens in Europa. Und wie Vizepräsident Skinas, zuständig für die Antisemitismusbekämpfung in der Kommission, in seinem Vorwort zu dieser Strategie sagt, die Erklärung war ein Weckruf aller EU-Mitgliedstaaten, die Gefahr des Antisemitismus für die jüdischen Gemeinden im Speziellen und für die Gesellschaft als Ganzes anzuerkennen. Unter anderem verpflichten sich die EU-Länder, nationale Antisemitismus-Strategien in Weg zu bringen und die 17 Empfehlungen dieser Erklärung in konkretes Handeln umzusetzen. Auch mit Blick auf den internationalen Holocaust-Gedenktag, den wir nächste Woche begehen, ist diese Strategie zu begrüßen. Antisemitismus, Verschwörungsmythen und Rassismus führten zum Holocaust. Wenn wir heute eine Zunahme von antisemitischer Hassrede und Straftaten in ganz Europa sehen, dann macht diese Strategie eines deutlich. Der Staat steht an der Seite seiner jüdischen Gemeinde. Und das gilt auch für Europa. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Mit Strukturen wie zum Beispiel der genannten Plattform zur gesamtgesellschaftlichen Abstimmung, die so wichtig ist, weil letztlich ändert sich nur was, wenn die Gesellschaft als Ganzes sich dem Antisemitismus entgegenstellt. Aber auch die Teilnahme Österreichs an der europäischen Holocaust-Forschungsinfrastruktur, sogenannt ERI, der European Holocaust Research Infrastructure, die die Kommission seit 2010 fördert, ist zentral, um die Vernetzung zu garantieren, die jetzt den Mitgliedstaaten demnächst zukommen wird. Die Strategie fördert auch mit Finanzen, und das ist ja immer ein deutliches Zeichen, ein wichtiges Zeichen, und zahlreiche konkrete Initiativen, die von der Frau Bundesministerin bereits angedeutet wurden, in den 6 Säulen. Ausdrücklich begrüßen wir als Kommission die aktive Mitarbeit Österreichs auf europäischer Ebene zur Förderung der Vergleichbarkeit der durch die Mitgliedstaaten erhobenen Daten, die im Rahmen der Europäischen High Level Group on Racism and Xenophobia und auch der Arbeitsgruppe Antisemitismus stattfinden, die 2-mal im Jahr alle Mitgliedstaaten den jeweiligen jüdischen Gemeinden zusammenbringt. Antisemitismus muss sichtbar gemacht werden. Man kann nur bekämpfen, was man sieht. Deshalb ist auch die in der Strategie erwähnte Anwendung der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz AIRA, so wichtig. Gemeinsam mit der AIRA hat die Kommission am 8. Jänner ein Handbuch zur praktischen Anwendung der AIRA-Definition herausgebracht, um eben die Mitgliedstaaten zu unterstützen, jetzt wirklich diese Definition flächendeckend anzuwenden. Zum Beispiel im Bereich der Strafverfolgung, um antisemitische Motive sichtbar zu machen. Die Definition ist rechtlich nicht bindend und ändert das Gesetz nicht, ganz wichtig. Aber wenn man das Motiv nicht erkennt, dann wird man den Vorfall auch nicht als einen antisemitischen behandeln. Effektive Koordination und Erfahrungsaustausch auf EU-Ebene helfen, dass nicht jedes Land das Rad neu erfindet, sondern vielmehr erfolgreiche Maßnahmen gegen Antisemitismus an die jeweilige nationale Situation angepasst werden können. Die Europäische Kommission wird die Bemühungen auf nationaler Ebene unterstützen und bis Ende 2021, also dieses Jahr, die erste umfassende EU-Strategie gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens verabschieden. Die Strategie folgt der Ratserklärung zur durchgängigen Berücksichtigung der Bekämpfung von Antisemitismus in allen Politikbereichen, die am 2. Dezember 2020 unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft verabschiedet wurde und wird in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den jüdischen Organisationen, das ist uns sehr wichtig, unter anderem Politikbereiche wie Sicherheit, Bildung, Fortbildung,
die Förderung jüdischen Lebens, das Gedenken, aber auch Hassrede im Internet abdecken. Mit großer Sorge sehen wir die Zunahme der Holocaust-Trivialisierung, Verzerrung, also Distortion, aber auch der Verschwörungsmythen, die sowohl online als auch zum Beispiel auf Demonstrationen von Corona-Impfgegnern Blüten treiben. Holocaust-Distortion ist nicht nur antisemitisch, sondern auch gefährlich. Faktenwissen über den Holocaust ist essentiell, um die Verzerrung der Tatsachen und falsche Vergleiche zu entlarven. Die Kommission wird deshalb am kommenden Montag, gemeinsam mit der IRA, der UN und UNESCO eine Online-Kampagne, Hashtag Protect the Facts, lancieren, die Holocaust-Distortion aufzeigen soll. Meine Damen und Herren, Antisemitismusbekämpfung ist keine Aufgabe der Juden, sondern wie bereits gesagt, eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, der wir nur gemeinsam nachkommen können. Europäisch, auf nationaler und regionaler Ebene, aber auch wir, die Medien, auch die sozialen Medien und gesellschaftliche Organisationen. Ich danke der österreichischen Regierung für die hervorragende Zusammenarbeit in der Antisemitismusbekämpfung und besonders Frau Bundesministerin Caroline Edtstadler und wünsche allen Beteiligten in Bund, Ländern, Kommunen eine glückliche Hand in der Umsetzung und uns allen die Zivilcourage, jederzeit gegen Antisemitismus aufzustehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir dürfen nun zu Ihren Fragen kommen. Ich darf Sie bitten, nur Fragen zum Thema zu stellen. Als erstes Herr Zygmunt Euf, bitte. Eine Frage, Sie haben es vorher angesprochen, die vom Kapitol bis zu den Straßen Wiens, zu den Corona-Demos. Wir sehen da neue Gruppen, wie zum Beispiel diese QAnon-Gruppe, die ja ein explizit antisemitisches Narrativ bedient, wie eben dieses Bluttrinken und so. Wie muss man denn diesen Gruppen jetzt begegnen? Das ist ja ein ganz neues Bild. Braucht es da zum Beispiel vielleicht auch Symbol gesetzt, dass man zum Beispiel deren Fahnen, die auch in Wien auf der Straße getragen werden, wie muss man sich denn da jetzt aufstellen vor diesem neuen Bedrohungsszenario? Zunächst glaube ich, ist es wirklich Aufgabe, hier aufmerksam zu machen darauf, in welcher Gesellschaft man sich befindet, wenn man auf die Straße geht. Ich mache das nicht erst jetzt, sondern ich habe das schon letztes Jahr im Sommer begonnen zu tun, als die ersten Demonstrationen stattfanden und da auch Schilder hochgehalten wurden mit dem Schriftzug von Auschwitz-Birkenau mit den Worten Impfen macht frei. Ich glaube, das ist das Erste, dass man darauf aufmerksam macht, aufklärt Menschen, die sich dorthin gehen, zu Recht ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Die sollten auch wissen, in wessen Windschatten sie sich teilweise auch bewegen. Das Zweite ist, wenn das dann klar ist, muss man natürlich auch diese Gruppen entsprechend monitoren. Das ist Aufgabe des Staatsschutzes, genauso in das Bundesministerium für Inneres. Da ist es aber unsere Aufgabe auch, und auch das findet sich in der Strategie, dass wir immer wieder die von Ihnen angesprochenen Zeichen, die Sprache, die dort verwendet wird, auch teilweise verklausuliert, hinterfragen und entsprechend auch die Gesetzeslage daran anpassen. Stichwort Abzeichengesetz, Stichwort Schließung von Lücken auch im Strafrecht. Auch das finden Sie in der Strategie, insbesondere auch im Teil eben Sicherheitsbehörden, Justiz und Inneres. Und dann ist der dritte Punkt einer, den unter anderem auch Katharina von Schnurbein angesprochen hat, die Digitalisierung, die noch intensivere Nutzung von sozialen Medien, das sich dort ausdrücken, das muss in entsprechenden Rahmenbedingungen stattfinden. Da ist es Aufgabe des Staates, auch dafür klare Regeln zu sorgen und antisemitisches, extremistisches Gedankengut herauszunehmen, strafrechtswidrige Inhalte zu löschen. Auch hier darf ich schon sagen, dass Österreich hier vorangegangen ist und seit 1.1. das Kommunikationsplattformengesetz in Geltung steht. Wenn ich sage, Gewalt beginnt mit Worten und auch der Präsident der IKG darauf hingewiesen hat, dass es zu spät ist, wenn diese Worte zu Taten werden, dann sind wir genau in diesem Spannungsfeld, wo ich die Aufgabe der Politik, der Gesellschaft, der Gesetzgebung auch sehe. Vielen Dank. Nächste Frage, Herr Löwenstein, FAZ. Frage an die Frau Ministerin. Sie haben ja ein dickes Heft jetzt vorgelegt mit sehr vielen Maßnahmen. Haben Sie einen Zeithorizont, bis wann diese Maßnahmen, also die konkreten Maßnahmen, insgesamt ist sicher eine immerwährende Aufgabe, aber die konkreten Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden sollen? Und an Frau von Schnurbein, wenn ich darf,
Sie sagten, Österreich setze sich an die Spitze. Kennen Sie ein anderes europäisches Land, in dem eine vergleichbare Strategie schon vorgelegt wird oder konkret vor der Vorlegung steht? Oder ist das tatsächlich sozusagen eine Vorbildschablone? Vielen Dank. Also dieses dicke Heft, oder wie Sie sagen, diese nationale Strategie gegen Antisemitismus ist Impulsgeber und Wegweiser. Es war ganz wesentlich in diesem Bereich, einmal auch alles zu sammeln, was an Maßnahmen und an Dingen schon in anderen Ministerien teilweise mittendrin ist im Vorgang, was sozusagen schon umgesetzt wird, und sich noch hehrere und höhere Ziele zu setzen. Wenn Sie mich ganz konkret nach dem Zeitplan fragen, dann sage ich Ihnen, dass viele von den Dingen, die wir hier auch aufgelistet haben, teilweise schon umgesetzt werden, dass manche gerade auch operativ geworden sind. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, zum Beispiel die Implementierung einer Markierung auch in der Verfahrensautomation Justiz im Bereich der Polizeibehörde, um auch in den Daten sehen zu können, welche Vorfälle gibt es denn, die antisemitisch motiviert waren oder eben auch extremistisch. Also hier haben wir eine ganze Reihe von Flags auch vorgesehen, die bereits seit 1.11.2020 operativ sind. Andere Dinge sind sicher etwas, was man nicht vom Zeitpunkt her festmachen kann, sondern wo es einen laufenden Diskurs braucht. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, das ist ein Wegweiser. Das ist nicht abschließend, das werden wir immer wieder evaluieren. Wir werden auch prüfen müssen, ob unsere Maßnahmen ankommen, ob sie treffsicher sind, ob sie tatsächlich auch zu dem führen, was wir erreichen wollen, eine Gesellschaft frei von Antisemitismus. Und dafür braucht es in Zukunft auch verstärkt die Wissenschaft. Ich darf auf ein konkretes Projekt auch hinweisen, das wir bereits umgesetzt haben. Wir haben in Salzburg auch in Anwesenheit von Katharina von Schnurbein die Visiting Professorship an der Universität Salzburg eingerichtet, auf 5 Jahre einen Lehrstuhl mit wechselnden Persönlichkeiten, die dort auch erforschen sollten, was hinter Antisemitismus steht, ein Phänomen, das ja tausende Jahre alt ist und auch schon im Buch Esther im Alten Testament vorkommt. Wir werden die Wissenschaft brauchen, mehr denn je, insbesondere zu einem Zeitpunkt, wo wir immer weniger Zeitzeugen haben werden, die auch tatsächlich es können oder auch noch leben, um Menschen, jungen Menschen sozusagen die Geschichte greifbar und sichtbar zu machen. Insofern, zusammenfassend, Impulsgeber, Wegweiser, ein Ausgangspunkt, ein Beginn einer Entwicklung über die Koordinierungsstelle hier, die Stabsstelle im Bundeskanzleramt, die wir neu eben für die Umsetzung auch der Strategie geschaffen haben, wird da entsprechende Schritte setzen und auch einmal jährlich dem Parlament darüber berichten. Was die anderen Strategien anbelangt, hören Sie mich? Ich habe da ein ziemliches Echo. Ja, jetzt ist gut. Wir hören Sie. Also, es ist so, dass grundsätzlich sich alle Mitgliedstaaten in der Ratserklärung von 2018 verpflichtet haben, nationale Strategien auf den Weg zu bringen oder Maßnahmen in existierende Antirassismusstrategien einzufügen, die dann konkret gegen Antisemitismus sein müssen. Rumänien hat Anfang Dezember die erste Antisemitismusstrategie vorgelegt. Frankreich hat bereits eine breitere Strategie seit 2018. Und Deutschland zum Beispiel hat spezifische Maßnahmen im Rahmen einer größeren Strategie. Wir wissen, dass im Moment andere Länder wie zum Beispiel Bulgarien, Dänemark, Estland, Ungarn und auch Italien bereits an spezifischen Strategien schreiben und einige andere Länder wie zum Beispiel Tschechien, Finnland, Griechenland, Polen, Schweden und auch die Slowakei spezielle Maßnahmen in existierende Strategien einfügen wollen. Diese Informationen können Sie auch finden in dem Überblick der Grundrechteagentur, der 2020 im November rausgekommen ist, zu Antisemitismus von 2019. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Zeindl von Servus TV und dann die Frau Julia Wenzel von der Presse. Ministerin, Sie haben es erst angesprochen, es steht auch in der Strategie drinnen, die Schließung von bestehenden Lücken im Verbotsgesetz. Was soll denn da konkret geschlossen werden? Konkret geht es darum, dass antisemitisches Handeln, tatbestandswidriges Handeln nicht sanktionslos bleiben soll. Wir haben hier auch in Abstimmung mit dem Justizministerium, und das hat die Justizministerin auch gesagt, sehen wir vor,
eine Evaluierung auch des Verbotsgesetzes, um hier allfällige Lücken eben zu schließen. Denken Sie nur daran, dass es immer wieder zu Vorfällen auch kommt und dann Einstellungen passieren. Das sollte nicht der Fall sein. Es muss hier ganz klar auf den Tisch, dass antisemitische Handlungen sanktioniert werden. Und deshalb werden wir und insbesondere auch die Justizministerin das Verbotsgesetz hier prüfen, auch prüfen, wie man hier Lückenschließungen vornehmen kann. Ein anderer Punkt ist der Bereich, der auch angesprochen worden ist, Abzeichengesetz, immer wieder auch die Erneuerung dieser Bestimmungen, um treffsicher vorgehen zu können. Was ist das, wer das vielleicht gut beantworten kann, vielleicht Herr Deutsch, bezüglich des Budgets, das jetzt verdreifacht worden ist. Der Herr Musikant hat das bei uns zuletzt in einem Interview sehr gelobt, aber auf der anderen Seite auch betont, dass ein Großteil dieses Budgets immer auf Sicherheitsfragen sozusagen verwendet werden muss, dass die Infrastruktur erhalten werden muss. Wie viel von diesen 4 Millionen können in andere Maßnahmen fließen oder wie setzt sich das finanziell jetzt zusammen in die einzelnen Bereiche? Danke für die Frage. Unsere Kultusgemeinde ist eine Demokratie. Wir haben Wahlen jede 5 Jahre und es werden 24 Kultusräte gewählt. Und die werden, sobald das Parlament, zuerst dieses Geld wird ein Vertrag sein zwischen der Republik und der israelitischen Religionsgesellschaft. Und dann wird man wissen, wie viel Geld für die Kultusgemeinde Wien bleibt. Und dann wird dieser von mir erwähnte Kultusrat bzw. die Finanzkommission der Kultusgemeinde darüber beraten. Ich kann das heute nicht sagen und es ist nicht meine Entscheidung, sondern die 24, ich bin einer von denen, wird dann entscheiden, wohin das Geld fließt. Aber es gibt im Vertrag, den wir dann haben werden, einige Punkte, für was dieses Geld gedacht ist. Wichtig ist natürlich, dass Sicherheit gewährleistet ist. Aber ich habe nichts davon, wenn Sicherheit gewährleistet ist und wir kein jüdisches Leben hier haben. Also werden wir sicherlich, das ist zumindest meine Meinung, hier adäquat die Gelder verteilen. Aber wie gesagt, das werden die gewählten Leute, die gewählten Verantwortlichen der Kultusgemeinde machen. Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Theer von ORF Religion. Ja, Klaus Theer auch vom ORF. Ich habe eine Frage. In Echokammern im Internet gibt es immer wieder Gruppen, die sich ihren antisemitischen Haltungen untereinander bestätigen. Wie will man das überwachen, monitoren, wie Sie sagen, und was kann da Neues an Observation und auch Sanktion passieren? Vielleicht der Herr Vizekanzler und dann auch Sie kurz. Ja, ich denke, dass genau die Initiative gegen Gewalt und Hass im Netz hier starke Anhaltspunkte bietet. Das stellt ja unter anderem genau auch solche Umtriebe ab und können auch antisemitische Vorgänge leichter verfolgt werden. Und es geht ja dort, denke ich auch, geht es ja dort auch immer um einen Anspruch, wenn jemand persönlich bedroht oder verfolgt wird, dass hier mehr Rechte kommen. Aber wenn man das vernünftig überstülpt und anwendet, dann wird es sicherlich auch an dieser Stelle mehr Möglichkeiten geben, wenn es im Netz derartige sozusagen Zusammenrottungen gibt. Man muss sie halt entdecken, ja, aber das passiert ja auch immer öfter. Aber vielleicht noch eine Ergänzung. Ja, vielen Dank. Also ich denke, die Echokammern in den sozialen Medien, die wir hier immer wieder jetzt auch sehen, sind ja kein Phänomen isoliert betrachtet des Antisemitismus, sondern insgesamt ein Problem, gegen die wir vorgehen wollen, auch mit klaren Rahmenbedingungen für soziale Plattformen, die eine Verantwortung auch wahrzunehmen haben. Hier geht es mir in erster Linie darum, dass nicht Konzerne entscheiden sollten, wer denn seine Meinung frei kundtun kann, wie wir das etwa jetzt gesehen haben, auch bei der Löschung von Twitter-Accounts, sondern dass es hier klare Rahmenbedingungen gibt. Und wir haben den Weg gewählt hier in Österreich, dass wir sagen, es muss so sein, dass rechtswidriges Handeln tatsächlich entfernt wird.
wenn Betroffene sich auch melden, beziehungsweise wenn das wahrgenommen wird. Ich habe es ganz bewusst auf strafrechtswidrige Bestimmungen sozusagen auch im Gesetz haben wir es eingeschränkt mit einer taxativen Aufzählung, also einer abschließenden Aufzählung der gesetzlichen Bestimmungen im Strafgesetzbuch, bei denen gelöscht werden muss. So hoffen wir, einen Teil eindämmen zu können. Aber das ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, es zeigt sich jetzt immer mehr in diesem Bereich, also beim Kampf gegen Antisemitismus, aber auch insgesamt, dass diese Echokammern eine wirkliche Gefahr sein können. Und da spreche ich nicht davon, und ich hatte diese Diskussionen auch schon sehr lebendig im österreichischen Parlament geführt, dass man jemanden nicht daran hindern kann, zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber wenn aufbauend auf diesem vermeintlichen Glauben andere Inhalte hineingespielt werden und das dann gefährlich wird, so wie es sich auch verwirklicht hat in den USA mit diesem Mob, der das Kapitol gestürmt hat, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir endlich handeln müssen, wo wir als Regierungen auch die entsprechenden Vorkehrungen treffen müssen, dass die sozialen Plattformen nicht die fünfte Gewalt im Staat werden, ohne dass es hier irgendwelche Reglementierungen gibt. Das ist unser Ziel, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Wir haben hier die Anfänge gemacht und ich setze hier ganz konkret darauf auf die europäische Ebene, dass mit dem DMA hier auch nächste Schritte gesetzt werden, also dem Digital Service Act, um hier auch europaweit, womöglich sogar weltweit einheitlich vorgehen zu können. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken.